Dreckswetter heute. Moin Freunde, was geht? White hier und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, Freunde, heute wird mal wieder gekocht. Ja, aber vorher möchte ich ein bisschen mit euch reden. Ja, Freunde, heute kommt die Freundin von Sarah. Ja, Freunde, nach längerer Zeit mal wieder. Und da dachte ich so, komm, weißt du was, ne? Hab auch schon lange kein Kochvideo mehr gemacht, weil ich habe ja gesehen, Freunde, ihr wollt es sehen. Und da muss ich wirklich sagen, Freunde, dachte ich so, komm, weißt du was, ne, dann holst du dir mal was, weil ich persönlich wieder richtig Bock auf Spitzkohl hatte. Jetzt denken sich einige, boah, ist der bescheuert, der Alte, was kocht der Spitzkohl? Freunde, ich schwöre es euch, ne, das wird ein richtig geiler Spitzkohl-Eintopf werden. Vorher aber, Freunde, möchte ich euch was zeigen. Ich habe ja gestern so Instagram-mäßig gepostet gehabt, dass ich, was ich so am Sport gestern gemacht habe. Und ich bin jetzt seit ein paar Tagen, ich habe nicht so viel Zeit, aber ich bin seit ein paar Tagen mein Kleiderschrank am Aufräumen, Freunde, weil ich ja vor circa einem halben Jahr habe ich ja noch die Größe XXL gehabt. Ja, ich war weit über 100 Kilo gewesen. Und wenn ich mir teilweise die alten Fotos angucke, Freunde, ne, ohne Scheiß, weil ich das so lange mit über 100 Kilo ausgehalten habe, das ging gar nicht. Und jetzt bin ich meinen Kleiderschrank am Aussortieren. Weil alles, was XXL ist, ja, Freunde, muss weg. Ja, weil ich werde auch zusehen, dass ich nie wieder XXL brauche. Und mittlerweile, Freunde, und das ist das Traurige daran, brauche ich Größe M. Alter, Freunde, Größe M teilweise. Und das war eigentlich ja nie der Plan gewesen, dass ich auf Größe M komme. Ja, der Plan war immer so L, ja, vielleicht knapp XL, ja, aber Freunde, Größe M ist schon wirklich dramatisch, muss ich sagen. Und ich mache mir persönlich jetzt auch ein bisschen Sorgen, dass ich wieder in so ein altes Muster verfahre, wie ich es vor einigen Jahren schon mal hatte. Ja, der DHL-Wagen kommt, der hat ein Paket für mich, ja, von Gaminger. Die haben mir eine Ladestation geschickt und ich habe eine neue Handy-iPhone-Hülle. Das können wir alles gleich mal in dem Video zeigen, würde ich sagen. Ich habe schon angefangen auszusortieren, Freunde, da vorne, da könnt ihr das sehen, da liegen schon einige Hemden. Der ist so viel, Freunde, das wurde schon weggepackt, ja, in Kartons. Und jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich jetzt hier erstmal weitermache, weil hier das zum Beispiel, Freunde, ne, eines meiner Lieblingshemden gewesen, der XL, das ist, das war schon L und es passt einfach nicht mehr, ja, das hier war es gewesen, das habe ich immer, XXL war das, aber Slim Fit, Freunde, ne, ich habe das jetzt einfach mal draußen gelassen. Ey, das war mein absolutes Lieblingshemd, ja, das habe ich immer auf Events getragen und so, ne. Freunde, passt nicht mehr. Total, total scheiße, muss ich wirklich so sagen, wie es ist. Ja, hier die ganzen Sportsachen, ne, da ist alles XL und so. Es passt nichts mehr und ja, es ist total traurig, muss ich sagen. Habe ich euch eigentlich schon mal unser neues Bett gezeigt? Nee, ne, also so richtig noch nicht. Das ist hier unser Bett, Freunde. Also wir sind jetzt gerade im Schlafzimmer, natürlich voll unaufgeräumt. Ja, so muss es sein. Da oben, Freunde, ne, Schuhe von Sarah. So muss es auch sein, ja, ganz toll. Im Keller ist circa das Dreifache davon. Hier im Abstellraum sind auch noch Schuhe von Sarah. Da oben, Freunde, ne? Ratet mal, was da drin ist. Genau, Schuhe von Sarah. Ja, Freunde, so ist das auf jeden Fall. Ja, Frauen und Schuhe, ne? Schuhe und Frauen, ne? Das ist der Kombi, Freunde, die passt. Ja, wofür Männer? Ja, Freunde, wofür Männer? Schuhe bringet doch auch, würde ich sagen. Ja, Freunde, total unaufgeräumt unser Schlafzimmer, aber das interessiert mich jetzt einfach mal nicht. Ich wollte euch einfach mal unser Bett zeigen. Ja, unser Boxspringbett. Und ja, so sieht's auf jeden Fall aus. Genau, das ist meine Seite hier. Ja, so läuft der Hase, Freunde, so läuft der Hase. So, was ich euch eigentlich sagen wollte oder einfach mal drüber reden wollte, ist ganz einfach, dass ich damals, lange bevor ich YouTube gemacht habe, so circa 2-3 Jahre davor, ja, YouTube habe ich, glaube ich, 2013 angefangen, glaube ich, und so 2010 bis 2011, da war es damals schon wirklich so gewesen, dass ich kaum was gegessen habe. Ja, ich habe da schon wirklich drauf geachtet, was ich esse und das als Koch. Ja, es war teilweise sogar so gewesen, dass ich gar nicht mehr das Essen probiert habe, weil ich persönlich Angst hatte, davon zuzunehmen. Ja, so krank war es schon damals gewesen, muss ich sagen. Und ich will nicht sagen, ich war magersüchtig. Aber ich denke mal, es hat nicht mehr viel gefehlt. Ja, ich hatte damals
das krasseste war gewesen, 69,5 Kilo. Ja. Ich persönlich hatte mich wohlgefühlt irgendwie, ja, aber außenrum haben immer alle zu mir gesagt, du musst mehr essen, ess was hier und da. Ich habe aber damals schon immer viel Sport gemacht gehabt, trotzdem 69,5 Kilo und war eigentlich immer fit gewesen. Ja, also mir war jetzt nicht einmal irgendwie schlecht oder mir ging es irgendwie schlecht. Das gab es nicht, das war nie gewesen. Aber sonst habe ich mich immer zwischen 71 und 73 Kilo so gehalten. Ja, und meine Angst ist jetzt einfach, dass ich unterbewusst, ja, ich will es ja nicht, aber unterbewusst irgendwie da wieder drauf zusteuere. Und das ist absolut nicht der Plan, sag ich mal. Ja, also ich möchte jetzt schon meine 80, ich wiege jetzt gerade, glaube ich, 80 Kilo, möchte ich jetzt auf jeden Fall halten, sag ich mal. Ja, vielleicht nur ein, zwei Kilo drauf, aber nicht fett, sondern, ja, ich sag jetzt einfach mal Muskelmasse irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Also, da will er jetzt nicht auf Teufel komm raus wieder mich da vollfressen, dann wäre ich wieder dicker. Das ist absolut nicht der Plan, muss ich sagen, ja. Und, ja, damals habe ich dann ja auch Sarah kennengelernt. Und dann war es so gewesen, dass sie zu mir sagte, dass ich wirklich mehr essen sollte, ja. Damals habe ich dann da meine 72 Kilo gewogen. Und ja, irgendwann habe ich ja dann irgendwann auch angefangen zu essen mehr, ja, und irgendwann hat man sich einfach in diesen Trott dann weiterbegeben, immer mehr gegessen, dann kam sogar die Zeit, wo ich arbeitslos war, ja, und dann ist man sowieso mit seinem Leben einfach nicht zufrieden, ja, und das Problem ist ganz einfach, dass ja, dann ist dieses Frustfressen, ja, und dann fing das mit YouTube an und dann sitzt man sowieso nur den ganzen Tag und, wisst ihr, wie ich meine, Freundin kommt nicht mehr raus, macht keinen Sport mehr, tschack, bumm, bist du auf einmal bei 103, 104 Kilo, ja, und das war, wie gesagt, vor einem halben Jahr und ich habe jetzt etwas über 20 Kilo abgenommen, ja, bin eigentlich auch sehr zufrieden damit, aber wie gesagt, ich habe irgendwie, unterbewusst habe ich irgendwie die Angst, dass ich wieder auf diese ganz schmale Grenze komme, also weit unter 80 Kilo und das ist absolut nicht der Plan, ja, also da muss ich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen und deswegen auch an euch da draußen, für die Leute, die Fitness machen und oder Sport und so, ne, die auf Ernährung achten, Freunde, ne, ernährt euch gesund, ernährt euch richtig, ja, hungert da nicht, weil im Endeffekt habt ihr davon überhaupt nichts, glaubtet mir, ihr habt davon überhaupt gar nichts. So Freunde, da ist sogar noch mehr gekommen heute. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. So Freunde, hier sind einige Sachen drin, wunderbar. Also das hier zum Beispiel, ich weiß sogar, was das ist jetzt gerade, sehr geile Sache. Das hier, Freunde, ist ein Pro-Controller. Ich glaube, das müsste der von Nacon sein. Sofort mit Retour scheint sehr, sehr geil. Lieber Marcel, wir wünschen dir viel Spaß beim Testen des Controllers, da es sich in diesem Fall um ein Leihmuster liegt, direkt ein Rückchen, genau. Das Ganze, Freunde, ist ein Leihmuster, habe ich bekommen zum Testen. Mega geile Sache auf jeden Fall, ja. Ich dachte so, das Ding, Freunde, das Ding kostet 100 Euro, sei mir wirklich so, wie es ist, ja. Über 100 Euro, und bevor ich mir den jetzt einfach kaufe, ja, und das Ding taucht überhaupt nichts, ja, dachte ich so, frag sie mal an, ob sie mir einen zum Testen schicken und machen sie sogar. Machen wir extra Video drüber, Freunde, ne? Könnt ihr euch drauf freuen. Nacon Revolution Pro Controller, mega, mega geil. Vielen Dank dafür, ich werde den auf jeden Fall testen und freue mich da tierisch drauf, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das müsste das hier sein, das müsste hier von Gaminger sein. Ich glaube, das ist die Ladestation, so sieht es auch aus, wunderbar. Da muss ich Dankeschön an Gaminger sagen, die mir diese Ladestation zur Verfügung gestellt haben. Auch richtig cool. So, eine Ladestation, Freunde, für PlayStation 4. Passen zwei Controller drauf. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. So sieht sie aus. Mega cool, da kann man sie drauf machen. Leuchtet auch LED-Sachen, Freunde. Ja, werden wir alles in einem Video. Oder obwohl, ne, das ist ja so klein, das kann ich ja hier so draufpacken.
So. Stromkabel oder USB-Kabel, ihr seht jetzt hinten dran, Freunde, hier. Und dann läuft der Hobel. Wartet mal, ich bin sofort wieder da. Sitzt ja so eine Powerbank hier, vielleicht leuchtet die jetzt gleich sogar schon. Da, seht ihr das? Wunderbar, oder Freunde? Geile Sache, blau leuchtet. So muss es auf jeden Fall sein. Da kann man dann beide Controller anschließen. Hat eine schöne Ladestation. Läuft, Freunde, läuft auf jeden Fall. Sehr, sehr coole Sache. Dankeschön an Gaminger. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, Freunde, ihr Gaminger, gebt ihr ein bei Amazon. Da findet ihr es auf jeden Fall. Beziehungsweise ihr könnt auch einfach unten in der Beschreibung gucken. Da verlinke ich euch das. So. Boah, ein bisschen dick, oder? Okay. Okay. Und dann kann man die hier wieder reinmachen. Ach, so läuft das. Okay. Ja, gut. Okay, Freunde. Ja, gut. Handyhülle. Was soll ich euch dazu sagen, Freunde? Handyhülle passt. Auf jeden Fall. Sehr gut, oder Freunde? Super, alles klar. So, das ist meine Freundin. Ah, ist egal, komm. Machen wir hier rein. Passt. Denn Freunde, jetzt wird gleich gekocht. So, bevor wir jetzt anfangen zu kochen, heute Morgen habe ich mich übelst mit meinem Nachbarn gehabt, muss ich sagen. Obwohl ich auch dazu sagen muss, die Leute, die hier wohnen, sehe ich nicht als meine Nachbarn. Das sind einfach irgendwelche fremden Menschen für mich, die einfach auch gerade hier wohnen, wo ich wohne, ja. Und ihr müsst wissen, Freunde, als wir damals hier eingezogen sind, haben wir wirklich nur vernünftige Menschen drin gewohnt, ja. Und im Laufe des Jahres sind alle ausgezogen und ist dann nur noch, ja, wie ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ja, aber sind auf jeden Fall Menschen eingezogen, die ja irgendwie keinen Respekt haben, ja, und nicht vernünftig sind und so, wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen will ich persönlich auch hier raus. Sarah möchte hier nicht raus, weil wir fast 3000 Euro hier in die Wohnung gesteckt haben. Und deswegen will Sarah nicht raus, was absolut verständlich ist. Ja, aber mich nervt es einfach. Ja, und heute Morgen war es so gewesen, dass da unten sind öffentliche Parkplätze. Ja, und eigentlich war es immer so gewesen, dass ich und Sarah die erste Box hatten. War eigentlich immer so. Aber dann sind wir hier eingezogen und es ist öffentlich, ich kann dazu nichts sagen. Ja, und die parken dann da halt. Aber die parken so, dass in der Zweierbox ja nur ein Auto parken kann. Ja, und da habe ich mich heute Morgen so drüber aufgeregt. Und ich habe den nicht auf dem Balkon gesehen. Und dann stand der da so. Und dann habe ich meine Tochter zum Kindergarten gebracht und habe gesagt, Alter, habe ich so richtig laut gesagt. Ne, nur weil man Hartz IV ist, ja, muss man sich nicht wie so ein Harzer benehmen. Und der hat das wohl gehört. Und hat dann gemeint, ob ich ihn meine. Ich sage, ja, natürlich meine ich sie. Ich sage, sehen Sie das da nicht, wie sie parken? Ich sage, Alter, nehmen Sie sich doch mal wie ein vernünftiger Mensch. Ne? Und genauso wie mit ihrem Müll, die lassen über Nacht jedes Mal ihren dreckigen Müll, ja, für die schwarze Tonne und Biotonne, lassen die jedes Mal über Nacht draußen. Und letztes Jahr war es so gewesen, dass wir schon so eine Familie hatten, die sind dann ausgezogen. Da hatten wir da Mäuse drin, hier, also im Hausflur. Da geht gar nicht, ja. Und dann habe ich den da versucht weiß zu machen. Der hat sich voll aufgeregt, hat sich benommen wie der letzte Mensch. Dann hat da irgendwas auf Türkisch, war das glaube ich, gewesen, hat dann da rumgeflucht. Ich weiß nicht, ob er mich beleidigt hat. Ich verstehe das leider nicht, muss ich sagen. Und war mir auch in dem Moment egal. Ich habe meine Tochter schnell ins Auto gebracht, damit die das nicht sehen muss, was der da sich da feiert. Ne? Und hat dann seine Frau gerufen und die hat dann auch noch irgendwas gesagt. Ey, ohne Scheiß, ne? Und da habe ich dem wieder nur gesagt, ich sage, sehen Sie, das ist das Problem, warum hier alle vernünftigen Leute ausziehen. Ja? Weil solche Menschen wie Sie hier reinkommen, ja, sich wie der letzte Mensch benehmen und verlangen dann aber noch im gegenseitigen Respekt. Ja? Ich sage, warum soll ich vor Ihnen Respekt haben? Ja, ich sage, habe ich nicht. Ich sage, wofür auch? Ich sage, ich will von Ihnen ja auch keinen Respekt haben. Ja? Ich sage, ich kenne Sie nicht. Ich sage, Sie kennen mich nicht. Ja, ich sage, ich will nur, dass hier vernünftig gewohnt wird, dass jeder seine Ruhe hat. Ja, ich sage, ich bezahle hier 700 Euro Miete jeden Monat. Ja, ich sage, ich kriege es nicht vom Staat. Ich sage, ich war auch mal Hartz IV gewesen. Ja, ich sage, aber selbst da habe ich mich nicht benommen wie der letzte Mensch. Ja, ich sage, und das müssen Sie dann auch nicht. Ja, und dann hat er wieder hat erzählt. Ich bin dann aber auch ins Auto, bin dann abgehauen. Ne, und jedenfalls bin ich dann wiedergekommen, ja, bin noch kurz einkaufen gegangen und dann stand das Auto ganz mittig. Ich wollte erst ein Foto machen, aber ich denke, weißt du was, Marcel, lass ihn machen, ja. Soll er sich feiern da und ist egal. Ich rede mich darüber auch nicht mehr auf, Freunde, weil hat sowieso keinen Sinn. Ja, hat sowieso keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Deswegen
Arsch lecken. So, Freunde, jetzt wird aber gekocht. Ja, ich bin mega heiß drauf zu kochen und schauen wir mal, was es heute, ich weiß, was es heute gibt, ja, Freunde, aber macht euch mal drauf gefasst auf was Geiles. Dieses Video soll auch dazu dienen, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, was wollt ihr denn gerne sehen? Ja, Freunde, was wollt ihr denn für Kochvideos haben? Wollt ihr, dass ich irgendwas Bestimmtes koche? Wollt ihr mal, dass ich was koche, was so in 3-4 Minuten auf eine Schnelle fertig ist? So, wisst ihr, wie ich meine? Ihr könnt auch gerne mal einfach irgendwelche Zutaten reinschreiben, womit ich gerne was machen soll. Ja, Freunde, und dann können wir das auf jeden Fall hinbekommen. Ich versuche oder ich möchte gerne jede Woche ein Kochvideo machen oder schaffen. Ob ich es hinkriege, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich brauche eure Hilfe dazu, Freunde. Ja, schreibt gerne mal was in die Kommentare. Und dann gucke ich mal, ob ich daraus was Geiles zaubern kann. So, ich benutze dafür heute den großen Topf hier, ja, weil ich muss für ein paar Personen mehr kochen und ich werde so gut wie ja, alles verbrauchen und in meiner kleinen Pfanne da hinten wird das auf jeden Fall nichts, deswegen benutze ich heute den großen Topf hier. So, wir setzen schon mal Wasser für unsere Kartoffeln auf, denn die lassen wir einmal gleich kurz ankochen, damit das gleich alles ein bisschen schneller geht. Immer wenn ich Kartoffeln schälen muss, erinnert mich das sehr an meine Lehrzeit als Koch, weil früher, der Lehrling musste immer Kartoffeln schälen, Zwiebeln schälen, ja, gerade im ersten Lehrjahr hast du immer die asozialen Aufgaben bekommen, ja. Musst du aber durch, Freunde, ne? Das hast du wahrscheinlich in jedem Ausbildungsberuf, dass du immer da die Drecksarbeit im ersten Lehrjahr machen musst, ne. Aber Freunde, ne, dann habt ihr auf jeden Fall, oder ich zumindest, wenn ich das da machen musste, habe ich auf jeden Fall nicht so den Stress gehabt, der dann da in der Küche geherrscht hat, wenn draußen Vollbetrieb war, ja. Lass den Doofen mal da Kartoffeln stehen und ich habe mir dann immer schön viel Zeit gelassen für so einen 10-Liter-Eimer, ne? Hab mir immer schön die kleinen Kartoffeln rausgesucht, damit der Eimer nicht so schnell voll ist. Ging auf jeden Fall klar. So, Freunde, es ist ganz einfach, wir sind nicht im Restaurant, deswegen ist es egal, ja, wie groß oder so, das muss nicht perfekt sein, Freunde, ja, das ist für uns zu Hause, deswegen wir schneiden uns jetzt hier einfach ein paar Scheiben runter, ja, ganz einfache Kirsche, Freunde, so, drehen die dann zur Seite, könnt ihr das sehen, ja, nicht so wirklich, ne, schneiden dann wie eine Art, guck mal, jetzt zum Beispiel, Freunde, ne, da könnt ihr auch Pommes machen, seht ihr, zack, jetzt haben wir zum Beispiel Pommes hier, ja, also ihr habt euch, schneidet euch so eine Scheibe runter, und dann schneidet ihr die einfach nochmal so längs runter hier. So, Freunde, habt ihr Pommes? Zack, könnt ihr selber Pommes machen, ja? Ganz einfache Kirsche, Freunde, ne? Ganz einfach. So, wir machen aber so. Und dann schneiden wir die jetzt halt nochmal runter in kleine Würfelchen. Ja, weil wir wollen nicht so grob essen, ne? Wir wollen schön fein essen. Und dann läuft das auf jeden Fall, ja? Und wie gesagt, wenn ihr die jetzt dann so klein habt, dann dann brauchen die auch nicht so lange bei dem Kochen. Ja, das ist auch nochmal gut. Gerade wenn man so unter Zeitdruck ist. Ja, Freunde, heutzutage, ja, wer hat denn noch so richtig Zeit zu kochen? Jetzt mal ohne Scheiß. Wer hat denn so viel Zeit heutzutage noch zu kochen? Ja, kaum einer. Ja, weil das Leben einfach nur noch aus Arbeit besteht, aus Stress und, Freunde. Ja, und da hat man wirklich kaum Zeit zu kochen. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen Fertiggerichte, worauf ich aber persönlich nicht schwöre, muss ich sagen. Also da bin ich strikt dagegen. Das gibt es bei mir aber auch nicht, ja. Und wenn es da mal nur so was Einfaches hier wie so eine Spitzkohlhackpfanne gibt, ja, Freunde, aber ich muss wirklich sagen, so Fertiggerichte, die gibt es bei uns nicht. Und das will ich auch nicht, ja, dass ich so was mit Zusatzstoffen zugepflastert und,
Und keine Ahnung, ja, das brauche ich auf jeden Fall mir nicht geben, sowas. Deswegen, Freunde, ne, kochen wir einfach mal ein bisschen frisch hier. Aber natürlich schneller und dann geht das auf jeden Fall klar, ja. Ja gut, Freunde, Bacon könnt ihr überlegen, ja, braucht ihr nicht, könnt ihr machen, ja, ich mache ihn jetzt persönlich nicht rein, ich habe jetzt so viel Hackfleisch und so, sehe ich gerade, machen wir lieber ein bisschen mehr Gemüse rein, ja, da brauchen wir nicht noch mehr Fleisch, Freunde, ja, also Bacon tun wir jetzt erstmal wieder weg, ich lasse mir ein bisschen Spitzkohl zurück, denn ich werde euch am Ende noch eine kleine Variante zeigen, wie man so einen schnellen Spitzkohl auf jeden Fall am Start kriegt, ja, der auch mega, mega geil schmeckt. So, Freunde, also wir brauchen Öl. Jetzt hier wieder mein Pflanzenöl. Macht das da rein. So, Freunde, jetzt wird das Gehacktes erstmal schön angebracht. Das seht ihr, wie er qualmt. Und jetzt packen wir das Gehacktes hier rein. Braten das schön an jetzt gleich. Sofort dabei, unser Gemüse mit Zwiebeln, mit Knoblauch, alles drum und dran, Freunde, alles da rein. So, und während das jetzt hier schön brät, Freunde, ja, schön anbraten lassen, schneiden wir jetzt unseren Spitzkohl. Hier brät unser Fleisch, das ist super. So, oder mehr oder weniger brät es, jetzt brät es gerade nicht. Ja, doch so ein bisschen, man hört es nur nicht. So, jetzt machen wir hier, also mache ich das immer, so schön in der Mitte machen wir jetzt ein bisschen in so ein kleines Loch rein, Freunde. Ja, und da rein hauen wir jetzt unseren Spitzkohl. So, und jetzt sieht man schon, der Spitzkohl ist hier deutlich mehr als das Fleisch, was auch so sein soll. Denn, Freunde, der Spitzkohl, der wird gleich eingehen, aber so hardcore, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der wird gleich richtig eingehen. Da werdet ihr das sehen, dass das gar nicht mehr so viel Spitzkohl ist. So, und den bratet ihr jetzt einfach noch mit an. Der wird jetzt schön mit angebraten, Freunde. Das dauert jetzt ein paar Minuten. So, ich würde sagen, so 5 bis 10 Minuten dauert das jetzt auf jeden Fall. Ne? So, macht alles schön vom Rand weg. Macht jetzt schon mal ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer dran, auf jeden Fall. So. Weil wir haben ja noch gar nichts am Gehacktes oder sonst irgendwas dran gehabt. So.
So, ihr könnt natürlich jetzt, wie ihr es mögt, ihr könnt natürlich jetzt noch eine schöne Paprika mit runterschneiden, Würfel, ja, damit das auch noch ein bisschen geile Farbe bekommt, so ein bisschen rote Farbe drin, Freunde, ja, könnt ihr alles mit reinmachen, ihr könnt reinmachen, was ihr wollt, Paprika, Zucchini, Aubergine, egal worauf ihr steht, Freunde, könnt ihr alles reinmachen, ja, alles kein Problem. So, das Ganze alles vom Rand lösen hier und jetzt kommt der Deckel drauf. Und das lassen wir jetzt erstmal so, ja, für 10 Minuten lassen wir das jetzt erstmal so stehen, damit der Spitzkohl erstmal schön ein bisschen einkocht. So, hier kann man schon sehen, Freunde, das ist jetzt so nach 5-6 Minuten. Hier kann man sehen, Freunde, wie der Spitzkohl jetzt schon eingelaufen ist. Ja, also der ist jetzt schon fast gut, ja. Ja, auf jeden Fall. So, Freunde, der ist aber noch nicht ganz fertig. Und da ist auch das Gute daran, denn jetzt, Freunde, machen wir die Kartoffeln mit bei, die auch noch nicht ganz fertig sind. Ja, die brauchen auch noch mal so 3-4 Minuten auf jeden Fall. Die braten wir jetzt einfach mal mit ein bisschen. Mischen das mal unter hier. So, Freunde, jetzt sieht das auf jeden Fall schon mal mega geil aus, oder? Guckt euch das mal an jetzt hier. Schön Hackfleisch, Kartoffeln, Freunde, ja, das macht Spaß, Freunde. Das macht auf jeden Fall Spaß, da könnt ihr sehen, ja. Schöne Kombi, Freunde. Das geht auf jeden Fall richtig ab. So, und jetzt so langsam, wenn wir das jetzt einmal richtig gut durchgerührt haben, müssen wir mal ans Probieren gehen. Denn jetzt, Freunde, wird's ernst, ob es überhaupt schon so schmeckt. Seht ihr, da haben wir jetzt alles schön drauf. Mir fehlt Salz, Pfeffer, alles nochmal dran jetzt hier. Aber das kommt schon mega geil auf jeden Fall. Schön Salz. So, die Kartoffeln haben wir auch schon gesalzen. Die kommen jetzt auch gleich nochmal richtig schön. Ordentlich Pfeffer dran. War zu wenig. So. Und das Ganze, Freunde, lassen wir jetzt nochmal so 2 Minuten köcheln, ja, auf kleinster Stufe. So, stellen runter auf 2 oder auf 1, machen den Deckel drauf und lassen das Ganze jetzt nochmal so wirklich so für 2 Minuten einfach nochmal so stehen, ja. Also schon mal nochmal schön nachziehen lassen und dann passt es auf jeden Fall, weil die Restwärme vom Topf als auch unter der Platte, die reicht jetzt auf jeden Fall aus, damit unser Spitzkohleintopf bzw. unser Spitzkohlhack Topf jetzt gleich, ja, auf jeden Fall perfekt ist. Ja, Freunde, so sieht's aus. Das war unsere Hackfleisch, unser Spitzkohl-Hackfleisch-Topf gewesen. Mir fällt gerade ein, man hätte auch noch ein paar verschiedene Gewürze dran machen können. Man hätte zum Beispiel Kümmel mit dran machen können, Freunde. Sarah mag es nicht, ich mag es auch nicht und ich glaube nicht, dass meine Tochter Kümmel auch mag. Deswegen habe ich jetzt auf jeden Fall mal weggelassen. Ja, aber sonst, Freunde, muss ich sagen, einfach, lecker und schnell. Wie gesagt, wie meine Pfanne auch. Also ganz schnelle Sache, Freunde. 5 Minuten habt ihr auf jeden Fall ein leckeres, gutes Essen. Ja, Freunde, für kleines Geld passt auf jeden Fall. So, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich mal kochen soll, schreibt es bitte in die Kommentare. Ja, ihr braucht doch nur eigentlich nur eine Zutat reinschreiben, was ihr sehen wollt. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abo da lassen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Guten Appetit beim Nachkochen. Viel Spaß und haut rein, Freunde. Dankeschön. Peace. So, das ist hier für unser schnelles Gericht, was jetzt gleich zum Schluss kommt. Ja, Freunde, dafür brauchen wir ein paar Zwiebelwürfel, ein bisschen Bacon und natürlich unseren Spitzkohl, den wir gleich schön anbraten werden. Das wird richtig geil, Freunde. So mache ich das eigentlich klassisch. Aber wie gesagt, weil wir heute Besuch bekommen, weil wir zum Mähren essen, werde ich das jetzt alles in einem Topf werfen. Freunde, jetzt machen wir mal eben schnell die schnelle Spitzkohlpfanne. Ja, das Ganze könnt ihr natürlich wieder mit Fleisch machen. In dem Fall haben wir jetzt gerade Bacon. Oder ihr macht das Ganze einfach vegetarisch, Freunde. Ist gar kein Problem. Ihr könnt einfach den Bacon weglassen. Ja,
macht dann wieder ein bisschen Knoblauch rein, könnt dann wieder ein bisschen Paprika reinschneiden, das, was ihr mögt, ja, Freunde, aber so, dem mache ich ab und zu oder öfters mal auf jeden Fall zu einer, ja, keine Ahnung, einfach mal entweder so, ja, oder halt als Beilage, weil das einfach recht schnell geht, einfach und lecker ist, Freunde, ja. Also, ihr braucht ein bisschen Speck, den lassen wir jetzt hier in der Pfanne aus, das heißt, auslassen heißt einfach, dass wir den jetzt anbraten, einmal schön kross, ja, Freunde, damit sich das Fett so ein bisschen trennt und so weiter, ja. Den braten wir jetzt einmal schnell an hier. Ohne Öl. Ohne Öl, Freunde. Ja, weil der Speck selber ist fettig und da kommt schon Öl in die Pfanne genug auf jeden Fall, ja. So, schön auslassen den Speck, da kommt das gut. So, dann macht ihr die Zwiebeln dazu, eure Zwiebelwürfel ein paar. Einmal kurz mit anbraten, nicht lange, einmal ganz kurz. So, und wenn ihr jetzt merkt, dass die Zwiebeln schon ja, weicher werden, ja, das sieht man, merkt man auf jeden Fall, dann, Freunde, nehmt ihr einfach euren Spitzkohl oben drauf, Freunde, einfach oben drauf, ja. So, und jetzt lasst ihr den einfach so mit 2-3 Minuten schön mit anbraten. Und gleich werdet ihr sehen, wie er dann gleich in sich zusammenfällt. Ja, das Ganze natürlich wieder salzen, pfeffern. Mit Salz jetzt aufpassen, weil der Speck, Freunde, ist schon salzig. Ja, deswegen nur so ganz leicht nachsalzen, weil sonst versalzt ihr das Gericht. Und im Endeffekt ist es dann vorbei. Ja, so, ordentlich Pfeffer drauf, Freunde. Dann passt das. So, den brät ihr jetzt so, wie er jetzt ist, 3-4 Minuten an, ist er perfekt, Freunde, ja? Zum Stück Fleisch, zu Kartoffeln, ist egal, Freunde, ja? Oder einfach nur so zum Essen, leichtes, schönes Gericht, Freunde, kommt immer gut, ja? Wer jetzt mag, kann natürlich, wie gesagt, noch Knoblauch, Paprika, alles dran machen. Passt auf jeden Fall. So, jetzt merkt man schon, wie der in sich zusammenfällt. Hier kann man das auch sehen jetzt. Ja. Wunderbar. So, Freunde, jetzt können wir das schon ausmachen, denn die Restwärme, die drauf ist, die reicht auf jeden Fall aus.